Mehr als 13.000 Menschen besuchten Ende Mai das Unternehmen Böhringer Ingelheim am Tag der offenen Tür. Neben Information und Unterhaltung lag der Fokus auch auf dem gemeinsam stattfindenden Diversity-Tag und auf dem Infotag der Ausbildung. Herr Höppe, welche Berufe werden hier heute vorgestellt? Ja, wir stellen unser ganzes Ausbildungsportfolio vor. Dazu gehören technische Berufe wie Mechatroniker, Mechaniker, Elektroniker. Daneben haben wir die Chemieberufe, Chemikant und Chemielaborant. Und wir haben auch eine Reihe kaufmännischer Berufe, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Wie viele Azubis sind momentan bei Böhringer hier am Standort bzw. deutschlandweit? Wir haben ja auch schon wieder junge Leute für den Ausbildungsstart 2018 eingestellt. Das sind in Ingelheim 104, deutschlandweit haben wir 208 Ausbildungsplätze angeboten. Ja, und das ist in etwa das gleiche Niveau wie im Vorjahr. Bei dem anderen Schwerpunkt, Diversity, ging es um Vielfalt und inklusive Kultur im Arbeitsumfeld. Wir verstehen unter Diversity den Mix und unter Inclusion, dass der Mix wirkt. Das ist wichtig für uns, da wir Perspektivenvielfalt brauchen, um weiterhin als forschendes Pharmaunternehmen innovativ zu bleiben, unsere Märkte, Kundinnen und Kunden gut zu verstehen und auch als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Deshalb bieten wir heute am Tag der offenen Tür, den wir gemeinsam mit dem Diversity-Tag feiern, bieten wir eine Vielzahl von Aktivitäten für die Besucherinnen und Besucher an. Unsere Netzwerkstände, Regenbogen, Inklusion, Väter und Women haben ein breites Informationsangebot. Wir haben in der Außenfläche, da kann man mal testen, 3 Minuten blind zu sein oder wie es ist, sich im Rollstuhl zu bewegen. Die Informationsstände waren überall äußerst gut besucht und die Vorführungen zu Gesundheitsthemen wurden von Groß und Klein angeregt wahrgenommen. Spannende Mitmachaktionen und lehrreiche Präsentationen gaben interessante Einblicke in die Geschäftsbereiche des forschenden Pharmaunternehmens. Was sollen die Besucher heute speziell hier von diesem Tag mit nach draußen nehmen? Wir möchten den Besuchern zeigen, dass Böhringer Ingelheim ein forschendes Pharmaunternehmen ist und Innovationstreiber, einer der besten Arbeitgeber in der Region. Und wir wollen auch zeigen, wie wir uns sozial und kulturell weltweit engagieren. Ich glaube, das gelingt Ihnen heute sehr gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank.